Rule number 8, XBX Germany, Dachau concentration camp. Sigi Alpha, Polish priest. Speaks in German. Sie heißen Franz Sigi Alpha und sind Doktor der Biologie. Jawohl. Möchten Sie uns bitte Ihr schlimmstes Erlebnis des Dachauer Aufenthaltes? Ja, also das schlimmste Erlebnis hier in Dachau war gerade am letzten Tag, wo die Deutschen noch waren, das heißt am 29. April. Gerade Nachmittag, es war um 13:20 Uhr, ist ein Oberscharführer mit einem Hund hier gekommen und sagte, es müssen ein paar Wagen in Dachau gehen, am besten fort, damit sie die Leichen hier ins Lager bringen können. Und ich wurde beauftragt, die Leichen in zwei sogenannten Moor-Expressen hier ins Lager zu bringen. Als ich am Westtor kam, da sah ich zwei Leichenzüge und nämlich einen Personenzug und einen Lastkraftwagenzug. In den Personenzug habe ich schon nicht viele Leiche gefunden, aber in dem Kraftwagenzug habe ich einen Haufen und Haufen von Leichen gefunden. Kannst du ja auch Lebende unterrichten? Ja, also es waren Lebende und deshalb habe ich mit den Leuten, die mit mir waren, habe ich nach Lebenden gesucht. Und es war eine sehr schwere Aufgabe, die Lebenden zu suchen, weil man nicht wusste, wo sie sind. Da habe ich gerufen, wer lebt, soll ein Zeichen vom Leben geben. Und in dieser sehr schweren Arbeit habe ich doch 16 lebende Häftlinge noch gefunden. Die Häftlinge kamen vom Kaufering und nämlich von einem Lager, der auch zum Lager Dachau gehörte. Sie kamen schon hier Samstagabends und am 24. April sind sie vom Kaufering weggegangen. Als ich die Lebenden noch gefragt habe, warum solche Haufen von Leichen hier noch sind, da haben die mir gesagt, ja, weil wir verhungert waren und weil man uns beschossen hat. Weil ich aber...